Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop Spielerkarriere zusammen mit dem werten Herrn neben mir. Jo, Alter. Servus. Jo, Alter. Wir spielen gegen Gladbach in der Champions League. Champions League haben wir letzte Folge bei Jan bzw. bei Mr. Dopulus schon gespielt. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, unbedingt da vorbeischauen, da kam die letzte Folge. Heute gegen Gladbach. Wir kommen ja aus der Bundesliga, wir kommen von Dortmund. Ist natürlich jetzt ein ganz besonderes Duell und Jan möchte natürlich weiter anknüpfen hier. Champions League Tore und so. Ne? Baller raus, Junge, das ist richtig geil. Also, ja, ich habe gerade schon gesehen, einer hat 4 Tore, was ist da los? Ja, du nur 3, also ganz ehrlich, also gegen Gladbach ohne Spaß. 9 plus 9, so schlecht, einfach nur. gegen Gladbach ist aber nicht, also ist, die, ich weiß nicht, was die für komische Spieler da haben, also wer ist denn Aina und... Embolo, Junge. Embolo, ist das? Aber normalerweise Player, Thuram und so, die hauen ja in echt richtig raus, deswegen mal gucken, es wird trotzdem schwer. Oh. Oh, wer ist das denn? Zum ersten Mal werde ich gezeigt. 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Bei dir stand 3 in den letzten 3, beim letzten Mal zumindest. Also, schon mal krass. Mir. Mir, Samir und schießen jetzt. Jawoll! 1:0 gegen BMG. Yes. Richtig, richtig knapp war das. Aber, naja, der Torwart UAI, der war schon sehr nah an mir dran. Da habe ich nicht mehr viel Spielraum gehabt. Dass du den nicht getunnelt hast, so schlecht. Ich hatte nicht mehr viel Spielraum, aber guter Abschluss und natürlich auch ein guter Pass hier zu meinem 9. Tor. Spaß. Zu meinem erstes Champions League Tor habe ich keins gemacht. Ich dachte, 1 habe ich gemacht. Ja. Das stimmt. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Junge, was machen Sie, Alter? Ich weiß es Junge, nicht. Junge, du blöder Hund. Hättest du doch geschossen. Alter, so ein Affe, ich bring ihn um. Van der Beek, Junge. Das ist ein fucking Verteidiger, was will der da vorne? Die Gräte einfach rausgeschossen, Junge, das gibt's doch nicht, echt. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also, mir ist es egal. Oh mein Gott. Mir ist das nicht egal. 1-1. Mir auch nicht. Das nicht. 28. Spielminute. Der Lars. Och Mann. Das ist schon traurig. Oh. Halbzeit nur ein 1-1. Also wir wollten eigentlich hier Gladbach wegrasieren. Das hat auch nicht geklappt. Und vor allem meine, im letzten Spiel 3 Tore von mir und hier jetzt noch gar nichts. Also muss noch was kommen. Du dribbelst. Das ist das Problem. Wir müssen auf jeden Fall auch eigentlich, das ist zwar gegen Gladbach echt schwer möglich. Hier sehen wir es, Lars Stindl mit seinem 2. Treffer. Ja, es ist halt gegen Gladbach schwierig, aber eigentlich müssen wir ein bisschen Fitness auch aufpassen, weil wir halt in 3 Tagen schon wieder ein Spiel haben. Und dann kommt erst die kleine Pause von 2 Wochen. Jetzt 4-0 Rom. Oh nee. Die sind halt schon wieder da, ne? Ist halt so krass, wie schnell die neben einem stehen. Ja. Aber auch das war wieder knapp. Ja, aber krass, was das für ein Kampf hier gerade einfach ist. Also ich. Ja, ja. Das war halt nicht einfach irgendwie locker easy ins Tor gemacht, sondern selbst das war noch richtiger Kampf da vorne. Weil die halt so an einem Mann dran sind, die machen das nicht schlecht. Du hast ihn dann halt, ja. Hast dich nicht beirren lassen, sag ich mal. Hast ihn einfach ein bisschen zur Seite geschubst. Also nicht geschubst natürlich, aber so ein bisschen. Ne? Und dann ist natürlich jetzt dann 4. Treffer auch und das ist richtig wichtig und richtig gut. Oh. Oh, ich kann nicht durchziehen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war gut. Auch jetzt schießt doch mal irgendwann. Später. Oh, ich konnte nicht. Du brauchst so lange. Nein. Ich war nie in einer guten Position. Also nie in der perfekten. Ja, perfekt gibt's hier nicht in diesem Spiel. Siehst du, wie eng das alles ist. Junge, mach was! Alter, wie lange können wir warten? Ich geh weg einfach nur. Ich geh sowas von weg. Wie lange du jedes Mal wartest. Fuck off, Alter.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so gut, dass ich weggegangen bin. Ich bin wirklich einfach aufgestanden und aus dem Zimmer gegangen. Oh mein Gott. Du hast wieder einen Doppelpack. Mal gucken, ist wieder ein Doppelpack. Also, willst du meinen Hattrick kaputt machen? Ja, du hast einen Hattrick. Stimmt. Jungs, als ob wir das gedreht haben. Ich hab den Torwart mit ins Tor geschossen. Als ob wir das gedreht haben hier. Boah, du hattest aber schon ein paar Dinge. Ich dachte so, was soll denn das? Ja, ich hab mir auch gedacht. Immer zurückgedreht, Alter. Ich hätte dich fast erschlagen, wenn es gegen würde. Ja, ich mich auch, aber Gladbach hat so heftig verteidigt. Das hat zum Beispiel Moskau war also ganz anders. Aber ich weiß, aber ein, zwei Mal, da muss man einfach noch dann abziehen. Das war immer noch blockiert. Also die haben muss man so krass zugestellt. Diesmal haben wir es mit der Flanke gerissen. Wir haben das Spiel noch gewonnen, also damit habe ich niemals gerechnet, dass wir, nachdem die das gedreht haben, dass wir das dann noch drehen, also wow, nicht schlecht. Zum Glück 3-2 gewonnen. Newcastle ist der Gegner, ich kenne mich leider in der Premier League nicht ganz so aus, obwohl ich das Spiel... Wir sind auf Platz 5, sind auch immer richtig guter Verein. Naja, wir sind auf Platz 5. Mit 14 Punkten haben wir 4 Punkte Abstand zu Chelsea. Das ist ja schon, finde ich, ein direkter Konkurrent, weil ja da eben Havertz und Werner, die zwei Deutschen und so, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Das stimmt. Also, die haben 17 Tore geschossen, eine Tordifferenz von 11. Ja, die machen schon ordentlich Druck. Ja, Leute, die Fitness ist auf jeden Fall so lala, aber das ist jetzt das letzte Spiel, dann ist eine 2 Wochen Pause. Da müssen wir jetzt durch. Und das Ganze gegen Newcastle und das Ganze auch zu Hause. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Plus 5 mittlerweile auch, also formstark auf jeden Fall am Start. Jan immer noch mit einer Plus 8. Wahnsinn. Jo, da ist er, der Mike. 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Das steigert sich jetzt immer. naja, man muss natürlich sagen, ich habe auch in Dortmund natürlich letzte Saison ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin. Du warst der absolute Zünder, direkt von Anfang an, hier bei Manchester United noch mehr als bei Dortmund. Und also Wahnsinnsleistung natürlich von dir und immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt langsam ziehe ich so ein bisschen nach. Ich war ja nie auf dem Niveau, wie du bist, aber das kann man so nicht sagen. Nicht von den Toren, aber naja, auf die Statistik, so. Ja, genau. Ja, also ich hatte halt immer ein bisschen einen anderen Stil, kann man vielleicht so sagen. Ne? Also ich habe halt eher auf... oh mein Gott, wenn wir da gleich richtig gezeigt werden, eher auf Torvorlagen. Ja, Premier League ist richtig gut. Gott. Da haben wir auf jeden Fall gut Torvorlagen. Wieso ist da unser richtiges Bild? Und wenn man dann aber in der Bundesliga, wieso ist das grau? Verstehe ich nicht. Tja, verstehe ich auch nicht. In meiner Story ist ein Schwarzer da. Naja, egal. Ja, wir spielen auf jeden Fall jetzt in der Premier League mal wieder mit geiler Fitness. Es wird sehr gefährlich. Das war auf jeden Fall wieder gut. Ja, ja. Alle Abwehrspieler weggezogen. Oh, was war das für ein Pass? Junge, das hat aber gekippt. Ist der denn durchgelassen? Jo, was macht der? Ist ja doof. Jetzt drauf. Oh mein Gott. Das war voll gut, aber ja, gibt halt leider Abstoß. Halt so. Ja. Hast du gesehen, neues Flanksystem? Ja, und jetzt? Oh, Jan! Neues jetzt gib mir mal die Mitte, ich bin da! Ich muss doch kurz zurück. Och, du bist so blöd! Neues wie lange? Junge, du hast 10 Stunden gewartet, da bin ich überhaupt nicht mehr im Flow drin, Alter. Mann! Das geht mir so auf den Sack. Dieses Zurückziehen ist so irre, Alter. Du hast doch auch zurückgezogen. Ja. Ich weiß, ich habe auch meine Ticks, aber. Ist ja egal. Ja, egal. Ja, Bam, Junge! 1-0! Da wird mein Torjubel auch dezent übersprungen. Torwart springt gar nicht mehr, der war einfach too fast für ihn. Und das ist mein 4. Premier League-Tor. Also krass. Ich hatte in der Bundesliga, glaube ich, am Ende der Saison irgendwie 12. Ja, und jetzt 4 nach 3-4 Spieltagen.
Fast. Not bad. Also für einen 19-jährigen Spieler, der dreht jetzt langsam aber richtig auf, würde ich sagen. Machen wir jetzt Zeitspiel auf 1-1. 1-0. Auf. Wir warten so lange, bis sie einen Unentschieden getroffen haben. Ja. Das war Braunschweig immer. Taktik nicht. Ja, es gibt halt echt, ich habe in der zweiten Liga schon manchmal das Gefühl, dass manche Mannschaften wirklich einfach so ein Tor machen und dann machen die einfach gar nichts mehr. Und dann, wenn die anderen ein Tor machen, dann denken sie, oh scheiße, jetzt ist ja doch wieder unentschieden. Guter Pass, oder? Nein. Weißt du, sonst schießt er nicht so 16 Meter vorm Tor, denkt er sich, jetzt zurückziehen und dann schießt er einfach aus 30 Metern aufs Tor. Ich hab nicht geschossen. Quatsch, das war auf jeden Fall ein Schuss. Das war eine Flanke. Ich wollte ja gar nicht flanken, ich wollte grätschen. Oh mein Gott! Ja. Junge, was machst du? Ich doch nicht, ich bin ich und... Außerdem steht das 1-1. Da war plötzlich alles offen. Und warum dann das ist, denn? Dann ist einfach... Oh, der Pass war halt schon echt komisch, aber er hat ihn dann trotzdem wieder zurück und schön reingemacht. 1-1. Ja, darauf habe ich gewartet. Ja, das war's. Ist vorbei. Ey, dass wir da nur unentschieden, das ist total schlecht. Also, ja, das ist in dem Spiel. Ey, da schneide ich am besten einfach alle von deinen Szenen rein und dann wissen die Leute, warum wir nur unentschieden gespielt haben. Ich hatte gar nicht das gesehen. Ja, weil übrigens. Ja. Das waren immer so 3 Minuten Dribbelszenen, kann ich reinschneiden. Gar nicht. Nein! So Leute, nächstes Spiel Manchester United gegen Chef United. Wieso heißen eigentlich alle United hier? Das ist ganz komisch. Das ist scheinbar cool in England. So Leute, wir stehen nicht in der Startformation gegen Platz 18. Ja, also hoffentlich machen die es besser wie wir. Das wäre auf jeden Fall zumindest wichtig. Ja, besser würde ich sagen, ne? Das war ja noch schlechter. Wieso verlieren wir gegen die unteren Teams so krass? Naja, wir müssen halt auch irgendwo gucken, dass wir die Fitness schonen und dementsprechend war das natürlich auch nicht die beste Aufstellung. Und naja, jetzt gehen wir ins dritte und letzte Spiel für heute gegen die AS Roma. Und ja, wenn wir hier gewinnen, haben wir 9 Punkte, haben alle Spiele der Hinrunde gewonnen. Wäre schon sexy. Ich höre wieder Italienisch. Der Top-Torjäger der Champions League. Top-Torjäger der Champions League. Das war ja schon letzte Saison. Wenn du auf Platz 1 bleibst, was hältst du davon? Ist einfach jetzt auf Platz 1 Top-Torjäger und bleibst ja, auch immer, da ja, klar, bis, ja, bis, ja. Bis zum Ende. Ne? Das will ich machen. Ich habe ja jetzt innerhalb von 2 Champions League-Spielen 5 Tore geschossen. Ich will bei einem Durchschnitt von 2 bleiben. Also das heißt, im letzten Spiel habe ich auch nur 2 quasi geschossen. Das heißt, in dem Spiel will ich auch wieder nur 2 schießen. Hey. Naja, wir spielen auf jeden Fall gegen Rom. Die haben 4 oder 5-0 letztes Spiel gegen Moskau gewonnen, also ähnlich wie wir. Das heißt, Aufpasser ist angesagt und Man muss ja generell sagen, in den letzten Spielen war unser, die Defensive und das Mittelfeld nicht ganz so geil, weil wir hatten kaum vorne den Ball und die Gegner konnten permanent ganz oft schießen. Nein. Ganz lange vor allem immer, ohne was zu machen. Nein. Leute, hier, guck mal, wir haben 6 Punkte. Junge, Alter. 6 Punkte, die anderen beiden 3. Das heißt, wenn wir jetzt... Ja, ich bin's. Sorry. Das heißt, das war abseits. Da brauche ich gar nicht mehr gehen. Oh, so knapp, ja, die kalibrierten Linien nein, zeigen, hin, dass es das kein Abseits deutlich. Ist. Nein, das ich bin auch wieder zurückgerannt. Guck. Ja, aber man hat es auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall gesehen, dass es super knapp war. Ich dachte, ich wäre genug Junge, zurück. Junge, das Knie war ja mal mega weit. Ging es auch so im Knie.
Egal, jedenfalls hier so, wenn wir jetzt 9 Punkte hätten und dann Rom 3 und so, dann wäre es auf jeden Fall schon mal geil, weil wir Platz 1 und 2 belegen müssten. Alter, Junge, das ist schon die zweite Chance. Egal. Ich kann jetzt einfach aufreden, das ist einfach scheiße. Du musst einfach gewinnen, aber so wie wir gerade spielen, ist halt gar nicht. Ist halt nicht so gut gerade. Boom, Junge! 1:0! Schießt noch früher! Was war das für ein Hammer? Grüße gehen raus an meinen Dad. Was hattest du denn da vor? Ein Tor zu machen, ein Hammerding, der Torwart springt gar nicht mehr. Danke für die Vorlage und danke für mein zweites Champions League Tor. Das ist übrigens die erste WTF Chance für uns. Direkt Abnahme, einfach nicht den Ball annehmen oder so, nochmal richtig hinlegen, einfach hinlegen. Du hättest wahrscheinlich vorm Torwart zurückgezogen. Junge, also, man muss ja sagen, dass die Roma jetzt schon zwei, drei Chancen hatte, die richtig, richtig knapp waren. Und das war jetzt unsere erste. Ich wollte nicht lang fackeln. 17. Spielminute. 1:0. Schwurbel. Das gibt's doch nicht. So eine Scheiße. Diesmal nicht. So Jawohl. Eine Scheiße einfach nur. Doppelpacker. Ah. Hoppa. Nicht schlecht. Ja, diesmal habe ich nicht direkt geschossen, sondern habe gewartet. Wieso ist es denn schlecht? Ja, weil ich es doch nicht gemacht habe. Ja, ich reg mich auch. Ich habe es da schon direkt gesehen. So, oh, ich kann jetzt den perfekten Pass spielen. Und dann mache ich das natürlich auch. Aber es regt mich natürlich auf, dass ich nicht den perfekten Pass bekomme. Oha, Alter. Sam Lee. Ja, Weltrekord, lol. Schön Pass. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, sorry. Ja, passt einfach ganz weit weg, damit ich den Ball nie bekomme. Oh. Oh, Glück gehabt. Wir sind nicht mehr am Ball. Alter, die Schnauze, Alter. Ich bin so ein Team, naja. Ein Tor gemacht, das ist halt schon krass. Jetzt siehst du, da ist es. Ja, aber kein Ohne Pass meine Vorlage hier. Sogar. Ich dribbel den Torwart aus. Jawoll. 3-0, also das hätte ich nicht gedacht. Dritter Scorerpunkt, Alter, in diesem Spiel. Dafür, dass wir anfangs echt richtig Probleme hatten. Ja, stimmt. Und ich schon hätte auch krass. Nicht gedacht, dass ich den Torwart nicht ausdribbel. Ja, gedacht, jetzt ziehst du zurück um den 18er drumrum. Dann um den Torwart auch. Und dann nochmal zurückziehen. Und dann... Ich weiß es nicht, irgendwie so ungefähr. Jawohl, 13:0 zur Halbzeit ist ja mal mega gut. Aber es war gegen Gladbach ja viel, viel schwächer. Ich habe eigentlich auch gehofft. Gegen Newcastle nicht geklappt. Ey, das ist halt wirklich so. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe gedacht, dass es hier enger wird. Aber trotzdem. Ach du Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Ja, du machst auf jeden Fall gute Vorlagen, aber nicht zu mir. Dieses so Mal wollte ich tatsächlich zu dir, aber ja. Da war es halt Martial, der das Ding reinmacht. Nicht schlecht, trotzdem 4-0, das Ding jetzt hier besiegelt in der zweiten Hälfte. Ich hatte ja Angst, dass wir es jetzt langsam aus dem Ruder laufen lassen, aber ja, ist nicht so geschehen. Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Ich kann zurückziehen nicht. Ich finde das so witzig, wenn du das machst. Ich auch. Ey, oh, wie schlecht, Alter. Schieß doch mit links, dann hätte er den nicht geblockt. Mann, ey. Wieso schießt er mit links? Schieß mal richtig. Junge, diese Kopfballstärke. Oh, guck mal, ich... Weißt du, ich Bam. Mach Vorlagen. Wieso du nicht? Patrick! Jetzt hast du genauso viele Tore wie ich, oder? Und nein, eins weniger. Quatsch. Eins weniger hast du. Zwei, nein. Drei weniger. Nein. Egal, nein. Jedenfalls habe ich dank dir du wirklich Tore gemacht. Tore, dass ich bedanke mich wirklich sehr oder bei sechs. Dir. Und ja, wie gesagt, die Laufwege haben halt heute ein bisschen so, in diesem Spiel zumindest so gestimmt.
dass das halt eher in die Richtung gedriftet hat. 5:0, starkes Ergebnis und ein Hattrick. Dank Jan für mich. Ja. Ich nehme den Ball mit. 5 Versuche, 3 Tore. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei Mr. Dopulos vorbei. Das ist der Werte neben mir. Neuer Kanal, neues Projekt nicht, aber auf dem Kanal zumindest. Also unbedingt da vorbeischauen und abonnieren und dementsprechend sehen wir uns dann bei ihm nächste Woche wieder in einer geilen Folge. Also schaltet ein, schaut vorbei, macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.